herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin hier gerade wieder am Fan dran. Und zwar wollte ich gerade hier mal den Frontlader abschmieren. Und da sind mir hier zwei Schmiernebel abgerissen, hier an dem Hydraulikzylinder. Ich weiß gar nicht, ob man es sehen kann. Auf jeden Fall, da ist der Schmiernebel mir abgerissen und halt hier unten. Ja, jetzt habe ich schon probiert, die mit dem Schlitzschraubenzieher rauszudrehen, heißt den Schlitzschraubenzieher halt in den Nippel reinkloppen und dann halt probieren, den rauszudrehen. Hat allerdings nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe es auch mit einem Kreuzschraubenzieher halt probiert, hat auch nicht so funktioniert. Ja, jetzt bin ich auf die Idee gekommen, einfach auszubohren den Schmiernippel und dann mir halt ein neues Gewinde reindrehen, sodass ich dann da wieder einen Schmiernippel reingedreht bekomme. Ja, das ist auf jeden Fall jetzt erstmal mein Plan und ihr könnt mir jetzt dabei zuschauen. Schmiene besitzen jetzt wieder soweit. Ich habe jetzt auch schon beide abgeschmiert. Jo, das ging an sich eigentlich auch recht gut mit dem Ausbohren und mit dem Gewindeschneiden. Also hat mich selber echt erstaunt, wie gut das ging. Ja, so, dann mache ich jetzt auch für heute Feierabend. Morgen hatte ich dann geplant, dass ich dann oben die Tanne weiter klein schneide. Heißt dann, ich schneide die dann auf 30 cm, also auf Ofenlänge. Das ist einfacher, als wenn ich die jetzt auf Meterstücken schneiden würde. Und dann spalte ich das dann auch gleich da oben und dann kommt das auch gleich in der Gitterbox. Gut, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns morgen wieder.
Ich habe jetzt das Holz erstmal hier in der Halle gestellt, zwei Gitterboxen das Ganze gegeben, weil das will nämlich ein Arbeitskollege von mir haben, der wollte das morgen holen. Und dann ist das nämlich da morgen auch gleich weg, die zwei Gitterboxen. Den Anhänger hier voll Mist, den muss ich jetzt die Tage auch noch wegbringen, da hoch auf den Haufen. Weil ich kann den im Moment nicht wegbringen, weil es im Moment wieder arschnass ist einfach und ich mir sonst wieder alles kaputt fahren würde da oben. Ja, ich denke mal, wie man im Moment auch erkennen kann, ist es am Schneien. Also wir haben jetzt heute den 10. April und es ist einfach am Schneien. Ja, und man sagt ja nicht umsonst, der April macht, was er will. Okay, dann würde ich sagen, oh, das war's dann wieder für das Video. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein Like da lassen. Ihr könnt mich auch gerne kostenlos abonnieren und dann sage ich wieder vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.